Freddie Mercury hat sich vor allem durch seine legendäre Gesangsstimme, seinen unverwechselbaren Gang und seine überlebensgroße Bühnenpräsenz einen Namen gemacht. Aber so sehr er sich auch in der Öffentlichkeit präsentierte, so sehr behielt er doch eine Reihe von bedeutenden Dingen für sich. Von seinen nächtlichen Ausflügen mit Prinzessin Diana bis hin zu dem wahren Grund, warum er so gut singen konnte. Hier findet ihr die bemerkenswertesten Dinge, die wir über Freddie Mercury nach seinem Tod erfahren haben. Freddie Mercurys Leichnam wurde eingeäschert, aber es gab weder eine öffentliche Zeremonie zur Verstreuung seiner Asche, noch eine Ankündigung, wohin der Sänger seine sterblichen Überreste überführen lassen wollte. Es gab lediglich eine Person, die genau wusste, was er mit ihnen machen wollte. Und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie dieses Geheimnis jemals lüften wird. Nach Angaben von Rolling Stone ist seine ehemalige Verlobte und langjährige Freundin Mary Austin die einzige Person, die über den Verbleib von Mercurys Asche informiert ist. Sie sagte dem Magazin gegenüber: "Eines Tages nach dem Mittagessen am Sonntag verkündete er plötzlich: Ich weiß genau, wo du mich begraben sollst. Aber das soll niemand wissen, denn ich will nicht, dass mich jemand ausgräbt, ich möchte nur in Frieden ruhen." So bewahrte Austin die Asche von Mercury über 2 Jahre auf, und zwar so lange, bis ihr Kommen und Gehen nicht mehr die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zog. Dann erzählte sie allen, dass sie sich eine Gesichtsbehandlung gönnen würde, um seine Überreste heimlich zu begraben. Da Fans nun einmal Fans sind, wird nach wie vor viel darüber spekuliert, wo genau Mercurys Überreste wohl sein könnten. Manche sind der Meinung, dass Austin ihn bis nach Sansibar mitgenommen hat, obwohl "Ich gehe zur Gesichtsbehandlung" eine etwas seltsame Art wäre, dies zu vertuschen. Andere wiederum glauben, dass er unter einem Baum in seinem eigenen Garten begraben wurde. All dieses Rätselraten wird allerdings nicht viel bringen, denn die einzige Person, die mit Sicherheit sagen kann, wo Mercurys Überreste geblieben sind, wird das Geheimnis höchstwahrscheinlich mit ins Grab nehmen. In den 1980er Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die den Verdacht hatten, sich mit HIV angesteckt zu haben, erst gar nicht mit Sicherheit wissen wollten, ob sie das Virus tatsächlich hatten. Zu dieser Zeit war HIV gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Heute werden die Menschen dazu ermutigt, sich auf die Krankheit testen zu lassen und alles zu tun, was möglich ist, um eine weitere Übertragung der Krankheit zu vermeiden. Zu Mercurys Zeiten war jedoch noch vieles über die Natur des Virus völlig unbekannt. Die Tests zum Nachweis der Krankheit galten damals als ungenau, und auch die Aussichten für infizierte Menschen waren nicht gerade rosig. Es ist nur allzu verständlich, warum sich die Betroffenen nicht mit der Möglichkeit einer Ansteckung auseinandersetzen wollten. Dem Journalisten Tim Tiemann zufolge wusste Mercury gar nicht, dass er HIV-positiv war, bis er anfing, fortgeschrittene Symptome von AIDS zu zeigen. Obwohl er die Erkrankung irgendwann schon geahnt hatte, wurde diese erst im Jahre 1987 diagnostiziert, als an seiner Schulter eine Krebsart namens Kaposi Sarkom auftrat. Der langjährige Partner Jim Hutton sagte dazu, dass es bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine konkreten Anzeichen dafür gegeben hatte, dass Mercury erkrankt sei. Selbst nach der Diagnose sprach Mercury nie offen über seine Krankheiten, nicht einmal gegenüber seiner Familie. Er hielt seinen Zustand so lange vor der Öffentlichkeit geheim, bis er schließlich am Tag vor seinem Tod die Gerüchte in einer Pressemitteilung bestätigte. Es wurde schon oft über Freddie Mercurys unglaubliche Gesangsstimme gesprochen, die es ihm ermöglichte, die Tiefen von Somebody to Love und die Höhen von Under Pressure zu erreichen. Sein Stimmumfang, der Gerüchten zufolge ganze 4 Oktaven umfasst, ist dermaßen beeindruckend, dass sich ein Team von Wissenschaftlern im Jahre 2016 dazu entschloss, seine biologische Quelle zu erforschen. Mercury war stets davon überzeugt, dass die besondere Qualität seiner Stimme von seinen ungewöhnlichen Zähnen herrührte. Aus diesem Grund hat er nie den Versuch unternommen, seinen Überbiss korrigieren zu lassen, obwohl er sich dessen durchaus bewusst war. Die Studie aus dem Jahr 2016 kam jedoch zu dem Schluss, dass nicht die Zähne, sondern die Vestibularfalten hinter seinem Stimmumfang stehen. Es handelt sich dabei um ein paar von Membranen, die sich direkt über den Stimmbändern befinden und gelegentlich auch als falsche Stimmbänder bezeichnet werden, da sie normalerweise nicht zur Erzeugung von Tönen verwendet werden. Mercury konnte damit subharmonische Schwingungen erzeugen, wodurch er sein berühmtes Knurren erzeugte. Ob seine Stimme nun wirklich in der Lage war, 4 Oktaven zu erreichen, konnten die Wissenschaftler allerdings nicht herausfinden, und so bleibt dieser Aspekt von Mercurys Talent weiterhin ein Diskussionsthema für Musikfans. Freddie Mercury konnte geschickt den Spagat zwischen Berühmtheit und Privatsphäre meistern, jedoch ist es für einige berühmte Personen fast unmöglich, anonym zu bleiben. Lady Diana Spencer, Prinzessin von Wales, zählte zu den am meisten schikanierten Berühmtheiten ihrer Zeit, wobei die ständige Aufmerksamkeit der Medien für sie besonders hart war. Nach Angaben von Rolling Stone freundete sich Mercury Mitte der 1980er Jahre mit Diana an und sympathisierte vor allem mit ihrer Situation. Zusammen mit einigen Freunden hat er sich mit ihr zu einem paparazzi-freien Abend in der Stadt verabredet. Sie verkleideten Di als Drag, indem sie ihr eine Armeejacke, eine Fliegersonnenbrille und eine Ledermütze anzogen und sie dann heimlich in die lauteste Schwulenbar Londons schleusten. Der Plan funktionierte einwandfrei, denn die Bargäste waren von Mercury und seinen Freunden derart fasziniert, dass sie der Prinzessin, die den ganzen Abend inkognito verbringen konnte, keinerlei Beachtung schenkten.
Diana war von diesem Erlebnis so sehr angetan, dass sie Mercury und seinen Freunden mitteilte, dass sie es gerne noch einmal machen würde. Da Mercury eines der ersten prominenten AIDS-Opfer war, sind die Menschen oft sehr überrascht, wenn sie hören, dass er zuvor mit einer Frau verlobt war und dass sie ihm auch dann noch sehr nahe stand, als er anfing, ausschließlich Beziehungen mit Männern zu führen. Während der Film Bohemian Rhapsody vieles beschönigte, wurde dieser Aspekt ziemlich genau wiedergegeben. Obwohl sie nie geheiratet haben, bezeichnete Mercury Mary Austin oftmals als seine Frau und in einem Interview von 1985 sagte er einmal: "Alle meine Liebhaber haben mich gefragt, warum sie Mary nicht ersetzen können, aber das ist einfach nur unmöglich. Ich könnte mich niemals in einen Mann so verlieben, wie ich es bei Mary getan habe." Mercury war zwar in den letzten 7 Jahren vor seinem Tod mit Jim Hutton liiert, jedoch hinterließ er dem ehemaligen Friseur einen Hungerlohn im Vergleich zu dem, was er Mary Austin hinterlassen haben soll. Sie erhielt den Großteil seines Besitzes, einschließlich seines Geldes, seiner Villa und seiner Tantiemen. Und auch Austin war nach Mercurys Tod nicht gerade freundlich zu Hutton. Kurz nach dem Tod des Sängers warf sie ihn sogar aus dem Haus raus. Hutton nahm schließlich die 500.000 Pfund, die Mercury ihm hinterlassen hatte, und investierte sie in den Bau eines Hauses in seiner irischen Heimat, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 2010 lebte. Sexualität ist viel komplexer als nur hetero oder schwul, aber zu Mercurys Zeiten gingen die Leute häufig davon aus, dass man entweder das eine oder das andere sein musste. Als die Öffentlichkeit von Mercurys AIDS-Diagnose erfuhr, wurde die Krankheit weithin und zu Unrecht nur mit schwulen Leuten in Verbindung gebracht. Damals wurde weitgehend angenommen, dass Mercury selbst wohl auch schwul gewesen sein musste. Allerdings war Mercury nicht im strengen Sinne des Wortes schwul. Selbst Jahre nach dem Ende ihrer körperlichen Beziehung bekannte er sich weiterhin zu seiner Ex-Verlobten Mary Austin. In Biografien, die nach Mercurys Tod veröffentlicht wurden, wird außerdem behauptet, dass die größten Liebesaffären seines Lebens solche mit Frauen waren. Es scheint daher so, dass sich der Sänger zwar emotional zu Frauen, aber körperlich zu Männern hingezogen fühlte. Dieser Umstand scheint gegen Ende seines Lebens für einige Aufregung gesorgt zu haben, denn obwohl er seine letzten 7 Jahre in einer Beziehung mit Jim Hutton verbrachte, betrachtete er Mary Austin dennoch weiterhin als seine Seelenverwandte und damit auch als die natürliche Erbin seines Vermögens. You know, she's been a girlfriend of mine for a long time and even though we're not together right now, I sort of refer to her a lot. Freddie Mercury wusste zwar, dass er im Sterben lag, doch er weigerte sich, in Selbstmitleid zu versinken. Er wollte weiterhin produktiv bleiben und zwar am liebsten frei von unerwünschter Medienaufmerksamkeit. Deshalb beschloss er, seine Diagnose geheim zu halten. So sagte sein Bandkollege Roger Taylor im Jahre 1999 gegenüber Entertainment Weekly: "Er wollte nicht als Objekt des Mitleids und der Neugierde betrachtet werden. Außerdem wollte er nicht, dass die Geier über seinem Kopf kreisen." Mercury hat in den meisten seiner letzten Jahre immer wieder Aufnahmen gemacht, auch wenn es ihm äußerst schwer fiel. Nach Angaben von GQ veröffentlichten Queen die Single The Show Must Go On nur 6 Wochen vor Mercurys Tod, wobei der Sänger während der Aufnahmen so krank war, dass sein Bandkollege Brian May Bedenken darüber äußerte, ob er überhaupt in der Lage sein würde, den Gesang zu übernehmen. Mercury räumte diese Zweifel jedoch ein für alle Mal aus dem Weg. May beschrieb die Ereignisse später wie folgt: "Ich sagte: Fred, ich weiß nicht, ob es möglich ist, das zu singen. Und er antwortete daraufhin: Ich werde es tun, Darling. Den Wodka hinunterkippend und ging rein, brachte alles zu Fall und machte seine Stimme völlig zunichte. Allerdings konnte er das nicht ewig durchhalten. Während der Aufnahmen zu Mother Love hörte er vor der letzten Strophe auf und sagte dann, Zitat: Ich fühle mich nicht so gut, ich denke, ich sollte jetzt aufhören. Das nächste Mal mache ich es fertig, wenn ich zurückkomme. Aber es gab kein nächstes Mal. Mercury kehrte nie wieder ins Studio zurück, sondern May sang die letzte Strophe von Mother Love selbst. Mercurys bombastischer Ruf auf der Bühne folgte ihm weder in sein Privatleben noch in die Beziehung zu seinen Bandkollegen. Es wird gesagt, dass Mercury im Grunde genommen der besonnenste der Band war, vor allem wenn es um Meinungsverschiedenheiten zwischen seinen Bandkollegen ging, die offenbar recht häufig auftraten. Mercury sagte einmal, dass die Band, Zitat, über beinahe alles gestritten hat, sogar über die Luft, die wir atmen. Doch irgendwie hat die Band das alles durchgestanden. Laut Leslie Ann Jones' Biografie über Mercurys Leben war der Frontmann meist derjenige von ihnen, der den Frieden bewahrte. Eine Einschätzung, der die Bandkollegen nur allzu gerne zustimmten. So erinnerte sich Brian May im Jahre 2007: "Normalerweise waren Roger und ich an den entgegengesetzten Enden. Jeder denkt immer, dass Freddy schwierig war. In Wirklichkeit war Freddy aber einfach nur großartig. Er war ein großer Diplomat." We argue a lot, we fight a lot, but in the end, you know, what really is the key feature is that we must come up with some product. Freddie Mercury war eine Zeit lang mit Michael Jackson befreundet und die beiden hatten sogar die Absicht, irgendwann gemeinsam Musik aufzunehmen. Doch, wie sich herausstellte, war Mercury für Jacksons Geschmack einfach nur zu wild und verrückt. Genau. Der Typ, der einen Schimpansen besaß, einst versuchte, Marvel-Comics zu kaufen und davon träumte, sich eine riesige Roboter-Nachbildung zu bauen, hielt Freddie Mercury für zu wild und verrückt, um mit ihm herumzuhängen.
Nach Aussagen von Mercury selbst, die in der Biografie von Leslie and Jones zitiert werden, bemühten sich die beiden Musiker darum, mehrere Songs gemeinsam aufzunehmen, fanden aber nie wirklich die Zeit, die Stücke fertigzustellen. Die drei Songs, an denen sie gemeinsam arbeiteten, nämlich Victory, State of Shock und There's More to Life Than This, wurden schließlich ohne die Beteiligung des jeweils anderen auf ihren eigenen Alben veröffentlicht. Schließlich kam es sogar zum Streit zwischen den beiden Stars, nachdem Jackson angeblich Anstoß daran nahm, dass Mercury in seinem Wohnzimmer zu viel Kokain konsumierte. I think one of the tracks would have been on the Thriller album if I'd finished it. But I missed out. Das HIV-Virus tötet nicht direkt. Es greift vielmehr das Immunsystem an und ermöglicht so das Eindringen von Sekundärinfektionen. Das macht AIDS zu einer so heimtückischen Krankheit. Denn es handelt sich nicht um eine einzige Krankheit, sondern um eine Vielzahl von Krankheiten und die Symptome, die die Patienten schließlich zeigen, sind alle spezifisch für die Viren, Bakterien, Pilzorganismen und andere Mikroben, denen der einzelne Patient ausgesetzt ist. Das Kaposi-Sarkom, das bei Freddie Mercury als erstes Symptom auftrat, ist eine Krebserkrankung, die durch das humane Herpesvirus 8 ausgelöst wird, das bei Menschen mit gesundem Immunsystem keine Symptome hervorrufen würde. Als sich die AIDS-Symptome in seinem Körper ausbreiteten, entwickelte Mercury noch weitere entsetzliche Komplikationen. Im Jahre 2017 erzählte der Gitarrist Brian May dem Sunday Times Magazine gegenüber, dass eines der hässlichsten Symptome von Mercury an seinem Fuß lag. So teilte May der Publikation mit, tragischerweise war nur noch sehr wenig davon übrig. Einmal hat er es uns beim Abendessen gezeigt und er sagte, oh Brian, es tut mir leid, dass ich dich verärgert habe, indem ich dir das gezeigt habe. Letztlich verstarb der Sänger an einer Pneumonie, die durch Komplikationen von AIDS ausgelöst wurde. Dies war ein relativ gewöhnliches Ende für einen außerordentlich ungewöhnlichen Menschen. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an, demnächst gibt es noch mehr Grunge-Videos über eure Lieblingsdinge. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.